Der Tote in der Seelenwelt in der Darstellung Rudolf Steiners. Was erwartet den Menschen nach dem Tod? Das Fegefeuer? Das Kamaloka? Eine göttliche Strafe? Oder etwa das Paradies? Die ersten drei, das ist das Thema dieses Videos und zum nächsten Punkt kommen wir dann in einem späteren Video. Wir haben hier noch einmal die Wesensglieder des Menschen. Im Wachzustand sind die alle miteinander verbunden. Im Schlafzustand sind Lebensleib und physischer Leib verbunden und Ich und Astralleib sind davon getrennt. Beim Tod schließlich haben sich Ich, Astralleib und Lebensleib vom physischen Leib getrennt. Das heißt es nun, im Tod, da verlässt der Mensch seinen physischen Leib. Und der physische Leib löst sich auf in der physischen Welt. Der Mensch aber, der zieht weiter. Er zieht weiter und dann sieht er nach dem Tod das Lebenspanorama. Daraufhin verlässt der Mensch seinen ätherischen Leib. Der ätherische Leib löst sich auf in der ätherischen Welt und der Mensch zieht weiter. Der Tod, der ist in einem Augenblick geschehen. Und das Lebenspanorama hält ungefähr 3 Tage an. Danach verlässt der Mensch seinen astralischen Leib. Und der astralische Leib löst sich auf in der astralischen Welt. Der Mensch zieht weiter. Das Lebenspanorama haben wir gesehen, das geht 3 Tage. Aber das Zurückleben, das geht 25 Jahre. Das heißt, der Mensch braucht in der Regel 25 Jahre, um seinen astralischen Leib zu verlassen, bis der astralische Leib sich aufgelöst hat. Und wenn wir das so sagen, der Mensch verlässt seinen astralischen Leib, was heißt das dann? Das heißt, er geht nach dem Abklingen des Lebenspanoramas, geht er ein in die Seelenwelt, den nennt Rudolf Steiner manchmal auch den Astralplan. Und die Seelenwelt selber, die besteht aus mehreren Regionen. In jeder Region lässt der Mensch einen Teil seiner eigenen Seele zurück. Und dieser Teil löst sich dort auf und wird Teil der Seelenwelt. So wie der physische Leib Teil der physischen Welt wird nach dem Tode, der ätherische Leib Teil der ätherischen Welt wird nach dem Tode, so geht es auch mit dem seelischen Leib. Der löst sich auf in der seelischen Welt und der Mensch geht dann weiter. Was ist nun die seelische Welt? Die besteht aus der Region der Begierdenglut, der Region der fließenden Reizbarkeit, der Region der Wünsche, der Region von Lust und Unlust, der Region des Seelenlichtes, der tätigen Seelenkraft und schließlich der Region des Seelenlebens. Und alle diese unterschiedlichen Regionen, die bauen auch die menschliche Seele des lebendigen Menschen auf. Und darum sprechen wir zuerst vom lebendigen Menschen. Und wer schnell wissen will, wie es weitergeht nach dem Tod, der kann mein Buch kaufen, da ist das genau beschrieben, anhand von Anker Rudolf Steiners, den Link dazu unterhalb des Videos. Nun zurück zum lebendigen Menschen. Tatsächlich ist die menschliche Seele, die habe ich immer bisher so im menschlichen Umriss gezeichnet, damit das klarer wird, die ist tatsächlich so groß wie der Mensch, aber eher wie ein Ei um ihn herum. Und darum spricht man auch von Aura. Und die Aura, die zeigt niedere Gefühle oder sie zeigt auch edlere Gefühle. Und hier haben wir die Farben der Aura. In dem einen Falle sind das die Farben einer Aura mit niedrigeren Gefühlen und im anderen Fall die Farben einer Aura mit edleren Gefühlen. Jetzt habe ich einfach Kreise gemalt. Diese Farben hier, die stellen sozusagen die Farbbestandteile der Aura dar. Die Aura selber ist ja wie gesagt ein weniges größer als der Mensch selber. Da drin bewegt sich, da ist Fließen drin, da sind Formen, Blitze zucken, alle Arten von Formen kann man darin finden. Also dies ist hier nur als Kreis gemalt, um die Farben darzustellen. Und jetzt können Sie sich entscheiden, was davon zeigt edlere Gefühle und welche Farben zeigen die niedrigeren Gefühle. Nun, hier kommt die Antwort. Links, das sind die Farben, die Rudolf Steiner in der Aura von Menschen sehen konnte, die sich an das Sinnliche geklammert haben. Und das Rechte sind die Farben, die Rudolf Steiner sehen konnte in Menschen, die voll waren von Enthusiasmus, Frommsein und Liebe. Und wo sitzen nun die verschiedenen Regionen der Seelenwelt im Menschen? Dazu hat Rudolf Steiner ein Bild gemalt. Das sieht im entsprechenden Buch so aus.
Damit man das ein bisschen besser unterscheiden kann, habe ich das handkoloriert. Und hier sehen wir die verschiedenen Regionen. Jetzt gucken wir den Menschen an und sagen, ja, aber wo sitzen denn diese Regionen genau? Und Rudolf Steiner, er wird im Kurs da mit dem Finger drauf gezeigt haben, aber er hat nicht wörtlich gesagt, was was ist. Es ist anzunehmen, dass diese Regionen größtenteils im Gehirn des Menschen gedacht waren, das, was er da angemalt hat. Und nun habe ich unten, da ist das Kind drin, das ist meiner Unzulänglichkeit zuzuschreiben. Seine Angabe ist, dass es sich wohl hauptsächlich auf Regionen des menschlichen Hirnes bezieht. Vor allen Dingen, das Gesamte bezieht sich auf den menschlichen Kopf. Und da finden wir nun die Region der Begierdenglut, die Region der fließenden Reizbarkeit, die Region der Wünsche, die Region von Lust und Unlust, die Region des Seelenlichts, die Region der Seelenkraft und die Region des Seelenlebens. Und die gehen teilweise von außen in den Menschen rein, was man da oben sieht an diesen Pfeilen, die da so links vom Auge angedeutet sind. Die habe ich hier nochmal aufgeführt, die Begierdenglut, fließende Reizbarkeit, Wünsche, Lust und Unlust, Seelenlicht, Seelenkraft und Seelenleben. Jetzt hat der Mensch Triebe, Begierden und Instinkte. Und da sagt sich wohl jeder Zweite ab, wie grässlich. Darüber stehe ich doch, das habe ich doch nicht. Nun schauen wir das mal genauer an. Ich habe nachgeschaut, die Wörter Triebe, Begierden und Instinkte im Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe von 1890, das war also das philosophische Wissen und der Sprachgebrauch, der zur Zeit Rudolf Steiners verwendet wurde. Und da finden wir unter Begierde das bewusste Streben nach einem als angenehm vorgestellten Objekt, und es kann sowohl eine geistige Begierde sein, als auch eine sinnliche Begierde. Das Gegenteil von Begierde ist übrigens Abscheu. Und der Trieb? Der Trieb ist, dass der Art nach bestimmte, dem Objekt nach unbestimmtes Streben etwas aufzusuchen. Und hier haben wir also nochmal den Trieb, das kann zum Beispiel Hunger sein. Der ist der Art nach bestimmt, ist halt nicht Durst. Aber dem Objekt nach ist er unbestimmt, der Hunger als Trieb. Und in der Begierde, da finden wir dann die Vorstellung eines Butterbrots mit Marmelade zur Befriedigung des Hungers. Die ist dem Objekt nach bestimmt. Der Vollständigkeit halber, was ist der Instinkt? Das ist die Antwort des Organismus auf gewisse äußere oder innere Reize, ohne dass Willensakte oder Vorstellungen vorangingen. Das ist zum Beispiel der Instinkt, dass die Augenlider zu schließen, wenn etwas Kleines auf einen zugeflogen kommt. Jetzt sagt Rudolf Steiner, ohne Triebe, Begierden und Instinkte kommt der Mensch in der Sinnenwelt nicht zum Handeln. Er würde keine Besitztümer anhäufen, er würde keine Werkzeuge für das Leben bauen. Denn diese haben ein allein treibendes Prinzip. Und das ist die Begierde nach dem sinnlichen Leben, also dem sinnlichen Leben an sich. Wenn wir jetzt den Weg des Menschen durch die verschiedenen Inkarnationen anschauen, dann finden wir, junge Seelen, das sind verlangene Seelen. Die sind völlig dem körperlich-sinnlichen verhaftet. Das ist noch interessant. Weil die jungen Seelen, die kommen ja quasi sozusagen direkt aus der geistigen Welt, unbelastet. Und das sind Seelen, die verlangt es nach dem körperlich-sinnlichen. Und im Laufe der verschiedenen Inkarnationen, da entstehen dann, also hoffentlich, reife Seelen. Und das sind liebende Seelen. Und was heißt liebende Seelen? Das heißt, sie lassen sich vom Geist, also vom Geist der Liebe, durchdringen. Das ist der Weg des Menschen durch die Inkarnationen. Und wenn wir jetzt die Errungenschaften unserer Zivilisation anschauen, wir haben also alle etliche Inkarnationen hinter uns, was finden wir dann? Dann finden wir die Erfindung des Rades, von mir aus das Velo jetzt auch, das Fahrrad, des Autos, der Schnellzug, das Flugzeug, die Klimaanlage, die Fertigpizza, Netflix. Das sind alles Taten der Verstandesseele im Dienste der Begierdenglut. Im Dienste des Verlangens, das sinnliche Leben zu verbessern, die Begierden, nach schnell an den Ort zu kommen, sich angenehmer zu bewegen, eine angenehme Atmosphäre im Raum zu haben, einfach das Essen zu kriegen und so weiter. Die Begierdenglut, die kann ganz banal sein, der Wunsch nach einem Apfel oder nach Schwarzwälder Kirschtorte oder einen Spaziergang zu machen, zu kuscheln, der Wunsch nach einem kühlen Bier
oder der Wunsch, sich den Schweiß von der Stirne zu wischen. Das fällt unter Begierdenglut. Und wenn der Hellseher die Begierde im Menschen ansieht, dann sieht er da zum Beispiel einen Menschen, der hat einen Wunsch nach einem physischen Gegenstand. Und das sieht für den Hellseher aus wie ein elektrischer Strom, der aus der Seele strömt. Also damals gab es diese Maschinen, die dann diesen Strom erzeugten, wo man das also so knistern sehen konnte. Und nun wird die Begierde befriedigt. Und was sieht der Hellseher? Der Hellseher sieht, dass das Begierdenfeuer aufhört zu brennen. Und Rudolf Steiner sagt, es ist so, wie wenn Feuer gelöscht wird mit Wasser. Nun verlassen wir den lebendigen Menschen und der Mensch stirbt. Er ist tot, aber er hat all seine Begierden noch, denn nur sein Körper ist gestorben. Das heißt, Hunger, reinen Hunger und Durst, reinen Durst, den hat er nicht mehr. Aber seine Begierden, die hat er noch. Aber nun hat er keinen Körper mehr, um seine Begierden zu befriedigen. Und jetzt schauen wir die Begierden des Toten an. Da ist der Wunsch nach einem Apfel. Aber es ist nicht nur so, dass kein Apfel da ist, sondern es ist kein Mund da, um in diesen Apfel zu beißen. Genau das gleiche für Schwarzwälder Kirschtorte. Es ist der Wunsch, einen Spaziergang zu machen. Unschuldig genug. Aber der Mensch hat keine Beine mehr, gar keinen Körper mehr, um zu laufen. Der Wunsch zu kuscheln, genau das gleiche. Sein gesamter Körper ist nicht mehr da. Und nur mit Körper ist dieser Wunsch zu befriedigen. Der Wunsch nach einem kühlen Bier. Kein Bier da, nicht einmal kühles Tier und auch keine Zunge und kein Gaumen, um den runterzuschlucken. Auch keine Hand, um das Bier anzufassen. Der Wunsch, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Auch dieser Wunsch, diese Erinnerung, dieses Wollen kann nicht erfüllt werden, weil kein Schweiß da ist und keine Stirn da ist und keine Hand, die wischt. Und wir haben noch hier nochmal die Regionen der Begierdenglut. Und das alles bezieht sich jetzt auf diese eine unterste Region. Den ganzen Rest dann in einem späteren Video. Und wenn wir diese Begierden sehen, dann kennen wir aus der griechischen Mythologie die Sage von Tantalos in der Odyssee. Ich lese es mal vor. Aus dem Homer ist das. Auch den Tantalos sah ich mit schweren Qualen belastet. Mitten im Teiche stand er, das Kinn von der Welle bespület, lechzte hinab vor Durst und konnte zum Trinken nicht kommen. Denn so oft sich der Greis hinbückte, die Zunge zu kühlen, schwand das versiegene Wasser hinweg und rings um die Füße zeigte sich schwarzer Sand, getrocknet vom feindlichen Dämon. Fruchtbare Bäume neigten um seine Scheitel die Zweige, voll balsamischer Birnen, Granaten und grüne Oliven oder voll süßer Feigen und rötlich gesprengelter Äpfel. Aber sobald sich der Greis aufreckte, der Früchte zu pflücken, wirbelte plötzlich der Sturm sie empor zu den schattigen Wolken. Der Tote, dem geht es schlimmer. Der hat es schlechter, denn er hat keinen Körper. Hier haben wir eine Darstellung des Fegefeuers von einem Altar in Stanz in der Innerschweiz. Und dazu muss eines gesagt werden. Es gibt, folgt mir Rudolf Steiner, kein äußeres Feuer nach dem Tode. Es gibt nur brennendes Verlangen im Menschen drinnen, im Menschen in der eigenen Seele. Das gibt es und das wäre dann das tatsächliche Fegefeuer. Wenn Sie das Wissen nicht für sich behalten wollen, fügen Sie einen Kommentar hinzu, abonnieren Sie meinen Kanal, liken Sie, teilen Sie. All das führt dazu, dass der YouTube-Algorithmus dieses Video mehr Leuten zeigt. Und das Kamaloka? Das Kamaloka, das umfasst eigentlich erheblich mehr als das, was wir hier jetzt gerade besprochen haben. Wir haben ja jetzt gerade nur die unterste Region des Astralplans, die Region der Begierdenglut, besprochen. Und die große Frage ist die Region der Begierdenglut eine Strafe? Wird dann der Mensch bestraft für seine Begierden? Das ist nicht so. Es ist einfach eine logische Konsequenz. Der Tote hat noch eine Seele. Er hat noch alle Begierden der Seele, aber er hat keinen Körper mehr, um sie zu befriedigen. Und aus diesem simplen Tatbestand, daraus resultieren die Qualen. Das verursacht die Schmerzen der Begierde. Das hat nichts mit Strafe zu tun, so wenig wie es mit Strafe zu tun hat, wenn einer aus dem Flugzeug springt ohne Fallschirm und am Boden zerschmettert. Das ist einfach eine Folge des Gesetzes der Erdanziehungskraft. Das hat nichts mit Strafe zu tun. Und so ist es auch in der Region der Begierdenglut. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Was, wenn Sie die Wahl hätten,
Das linke Bild, das zeigt ihren letzten Tag vor ihrem Tod. Danach gehen sie zu Bett, fröhlich, legen sich ins Bett und in der Nacht sterben sie, schmerzlos. Und das rechts, das zeigt ein langes, langes Siechtum zum Tode. Was, wenn sie die Wahl hätten? Was würden sie wählen? Was würden sie wählen, nachdem sie nun wissen, was sie erwartet, folgt man Rudolf Steiner, nach dem Tod? Ich persönlich dachte immer, ich möchte so zugrunde gehen wie der links. Ich möchte nicht Siechtum zum Tod haben. Aber nach dem, was Rudolf Steiner sagt, habe ich eigentlich nur noch die Wahl. Möchte ich mir alle meine Begierden schon im Leben ganz natürlich abgewöhnen, indem ich mich für weniger und weniger und weniger interessiere. Alte Menschen haben ja zum Schluss noch nicht einmal mehr Hunger und Durst. Und dann sterbe. Oder möchte ich voll Saft und Kraft sterben und dann nach dem Tod in einem erheblich größeren Ausmaß leiden als der alte Mann da rechts. Der leidet ja nicht, der hat einfach natürlich seine Begierden verloren. Im nächsten Video in 2 Wochen schauen wir dann die weiteren Regionen des Astralplans an. Zu diesem Video gibt es ein PDF mit den Folien und den Originalangaben Rudolf Steiners dazu. Das können Sie zu 4,50 Euro erwerben. Ein Link findet sich in der Beschreibung unter dem Video. Und da findet sich auch ein Link zu meinem Buch Mächtiger als Macht, in dem übrigens so quasi als Einweihungsvorgang die Erlebnisse in der Region der begierten Glut lebhaft beschrieben sind. Das ist der erste Roman über Ahriman. Mehr unter spiritueller-roman.com oder halt einfach den Link unter dem Video anklicken.